Das Moratorium der Bundesregierung für die Atomkraft läuft. Ein deutscher Atomkonzern hat schon Klage gegen das Abschalten der 7 ältesten Meiler eingereicht. Ausgang ungewiss. Doch die Erfahrung zeigt, es geht nicht nur darum, den bisherigen Energieverbrauch zu decken. Der Energieverbrauch muss generell runtergeschraubt werden. Und dazu braucht es gar nicht mal Verzicht, sondern nur schlaue Innovationen wie diese aus Bayern. Dieses Bier aus einer fränkischen Privatbrauerei? Diese gebrauchten Autoteile und dieses beregnete Blechdach. Mit allen drei Dingen könnte man richtig viel Energie einsparen. Und zwar so viel, dass eine ganze Reihe Kraftwerke überflüssig wären. Beispiel Regenwasser. Es kann solche Klimaanlagen und Kühlaggregate ersetzen. Und das im großen Stil. Am Bayerischen Zentrum für angewandte Energieforschung hat man dazu eine einfache und trotzdem sehr effektive Technik entwickelt. Hier sammelt man Regenwasser in einer Zisterne und kühlt damit die Räume und Geräte im ganzen Haus. Dadurch freilich erwärmt sich das Wasser. Und deswegen lässt man es nachts, wenn es kälter ist, wieder abkühlen, indem es über das Blechdach des Gebäudes geleitet und wieder gesammelt wird. Das Ganze klingt wie eine Spielerei von Ökoforschern. Doch das Projekt, das vom Freistaat Bayern großzügig gefördert wird, senkt den Energiebedarf erheblich. Man hat Verbrauch an Energie für Kühlleistung in Deutschland von ungefähr 50.000 Gigawattstunden. Kann man sich jetzt schwierig vorstellen, aber wenn man nur um die Hälfte durch so ein System ersetzen würde, kann man sich 5 Großkraftwerke einsparen. Doch die Regenwasserkühlung ist nicht das einzige Forschungsprojekt hier in Würzburg, das für internationale Beachtung sorgt. Bayern ist bei vielen Innovationen